17. Juni 1953. Massenprotest in Ost-Berlin gegen das Regime der DDR. Kollegen, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein, lautet eine Parole. Der Protest wird zum Volksaufstand. Die rote Fahne wird vom Brandenburger Tor gerissen. Wir hatten nur gedacht, jetzt haben wir es geschafft. Nicht, dass wir jetzt unsere Freiheit kriegen werden. Aber dann ging auch schon die Knallerei los, dann fingen die an zu schießen. Wie kam es zum Aufstand in der DDR? Seit seiner Gründung 1949 hat sich der ostdeutsche Staat zum Ziel gesetzt, den Sozialismus aufzubauen. Die Bürger sollen der kommunistischen Ideologie folgen. Auch wirtschaftlich will das System Überlegenheit demonstrieren. Doch die Ziele sind zu hoch gesteckt. Die Lebensbedingungen verschlechtern sich. Immer mehr DDR-Bürger fliehen in den Westen. On several occasions, Ulbricht was informed by our. Mehrfach warnten wir die Staatsführung der DDR unter Ulbricht. Wir wiesen sie darauf hin, dass die Unzufriedenheit zunimmt und dass daraus Probleme entstehen könnten. Als das SED-Politbüro die Arbeitsnormen erhöht, nicht aber die Löhne, kommt es zu ersten Protesten. Auf einer Baustelle in der Stalinallee rufen Arbeiter zum Streik auf. Tausende Bürger schließen sich an. Aus dem Arbeiterprotest wird ein Volksaufstand. Aus der friedlichen Demonstration eine Revolte, die das Regime in Frage stellt. Das Regierungsviertel wird abgeriegelt, auch von russischem Militär. Wir dachten, dass wir die Situation viel besser verstanden. Gefahr drohte aus unserer Sicht nicht nur für die DDR, sondern auch für die Sowjetunion. Denn wenn sich diese Demonstrationen fortgesetzt hätten, hätten wir einen Krieg riskiert. Moskau verhängt den Ausnahmezustand. Steine fliegen gegen sowjetische Panzer. Ein ungleicher Kampf, der für die Demonstranten bald verloren ist. Wenn die sowjetischen Truppen nicht eingegriffen hätten, wäre am 17., 18. Juni das passiert, was dann 9., 10., 11. November 1989 passiert ist, als die Demonstranten praktisch in der DDR das Heft in die Hand nahmen, die SED nichts mehr zu sagen hatte. Sie wäre damals ganz sicher abgesetzt worden und hätte diesen 17. Juni eigenständig, ohne Schutz der Sowjettruppen, nicht überlebt. Über 100 Tote hat der Aufstand gefordert. Die SED-Führung will nicht eingestehen, dass sich das Volk gegen den Staat erhoben hat. Der Westen habe die Revolte geschürt, gezielt eingeschleuste Provokateure. Tatsächlich aber ging es um die Freiheit. Das ist für mich ein Tag gewesen, überhaupt der erste Aufstand in einem sowjetisch besetzten Gebiet. Und das hat uns eigentlich stolz gemacht, dass wir da den Mut hatten, dagegen aufzustehen. Die DDR-Führung will die Wortführer des Aufstands hart bestrafen. Nach Schätzungen werden etwa 1600 Menschen verurteilt.